Alex Brautpaar von mir, das ich letztes Jahr fotografisch begleitet habe. Und es geht jetzt um die Hochzeitsplanung und möchte noch ein bisschen rund ums Thema Aufgabenaufteilung ausfragen und sonstig so ein paar Kleinigkeiten fragen, ja, wie ihr das so generell gestaltet habt. Wie war es denn bei euch? Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, Planung hat der Mann übernommen, die Frau die Deko. Wie war es bei euch? Ähnlich. War eigentlich genauso. Wir hatten auch so, ohne uns groß, das hat sich eigentlich so ergeben, ohne dass wir uns groß abgesprochen haben. Ich habe eher so sozusagen dieses Organisatorische und die Zahlen, also man sieht, was, wie, wo, wer, wann, Zeitplan. Und die Anne hat sich um das Thema ja, Deko gekümmert. Ja, wobei in dem Thema Deko natürlich auch dann die Erstellung quasi von den Hochzeitseinladungen mit drin ist. Das war dein Part. Also wir haben sozusagen das Grundgerüst gelegt und waren dann aber halt auf jeden Fall auf unsere Trauzeugen angewiesen. Weil ja auch, sag ich mal, viele, wie soll man sagen, also von Freunden und Verwandten, die dann auf dem Fest waren, ja auch, sag ich mal, Beiträge noch waren. Und die wollten es ja nicht unbedingt verraten und das ging dann alles über die Trauzeugen. Und da war halt schon sehr viel Planung natürlich, wo wir dann gar nicht mitbekommen haben. Genau, also das ist ja. Und von wem hattet ihr sonst Unterstützung in der Planung oder habt ihr es alleine gemacht? Also auf jeden Fall die Familie sowieso. Und also ich würde schon sagen, dass man da, also das Grundkonstrukt, wie wir uns das vorstellen, kam natürlich von uns, aber ansonsten war die Familie immer für uns da, auf jeden Fall, und hat uns gute Tipps gegeben. Und Wedding-Planner hattet ihr keinen? Nee. Direkten Wedding-Planner nicht, also, aber von der Location selber, da ist eine Dame, die sich sozusagen auch nochmal so ein bisschen auf Hochzeiten spezialisiert und die hat dann sozusagen vor Ort, gerade das war auch für uns da ja die Location eine Stunde von unserer Trauung entfernt war. Die konnte dann da alles vorbereiten und gucken, dass alles an Ort und Stelle ist und hat da halt auch so einfach, dass die Blumen auf dem Tisch stehen und hat da einfach so große Planung auch schon mit übernommen und hat uns immer auf dem Laufenden gehalten und das war dann auch echt super, genau. Echt klasse. Wie habt ihr das mit den Gästelisten gemacht? Habt ihr erst so eine komplette Gästeliste erstellt? Annes Familienfreunde, Sebastians Familienfreunde und mal gucken, wer kommt, oder wie habt ihr das gehandhabt? Es war das Modell. Also wir haben uns quasi an den Rechner gesessen. Ich habe eingetragen Anne Blicklin. Das war das erste Mal, dass ich Anne Blicklin geschrieben habe. Dann habe ich meinen Namen drunter geschrieben und dann ging es quasi los. Annes Eltern, meine Eltern, Annes Geschwister, meine Geschwister, Annes Tanten, meine Tanten, Annes Onkel, meine Onkel und dann Freunde und so weiter. Da hat man eine schöne große Liste. Dann sind wir eigentlich mit der eigentlich so weitestgehend auch durchmarschiert. Also wobei man auch sagen musste, wir haben dann so mit 100 Gästen ungefähr gerechnet. Und dann war natürlich schon, dass man so ein bisschen hat rechnen müssen, dass die Anzahl auch passt, dass es von der Tische nachher passt. Location, ob sie überhaupt reinpasst. Genau, ob sie reinpasst. Wir haben das Glück gehabt, groß genug war sie auf jeden Fall. Aber auch von der Kombination her vom Tisch, dass es zusammenpasst, dann hat man vielleicht, ja, vielleicht könnte man da doch noch jemanden dazu rufen. Und wie war das dann mit den Zusagen? Sind dann immer mal wieder doch noch eine Absage reingekommen oder war es permanent? Also habt ihr einmal einen Sitzplan erstellt und das, der stand dann oder gab es Veränderungen? Also wir hatten schlussendlich, waren es glaube ich 3 oder 4 Absagen zur Hochzeit, wobei die eigentlich relativ spät dann kamen. Eigentlich so, dass man halt gesagt hat, gut, das kann man auch kurzfristig noch so umsetzen. Also da haben wir auch wiederum Glück gehabt, dass es so gepasst hat. Also nach der Erstellung von der Liste hatten wir so ungefähr 110 Personen und dann haben wir überschlagen gehabt, dass wir, sagen wir mit so 10, 15 Personen, ich sage jetzt mal Schwund rechnen und sind dann quasi mit 90 bis 100 Personen generell in das Thema Catering eingestiegen und auch das Thema Sitzplanung, haben dann für 100 Gäste mal einen Sitzplan erstellt, wobei das quasi auch mal, das war was Vorläufiges und dann haben wir den Sitzplan quasi so wie dann die Zu- bzw. Absage kamen, noch ein bisschen verändert. Was ich empfehlen kann, was bei uns auch spannend war, ist das Thema, was mache ich mit den Kindern am Tisch. Vor allem hatten wir dann auch viele Freunde, die dann einige Kleinkinder haben. Und bei uns war es so, wir haben dann gesagt, wir setzen die Kleinkinder, wobei das
Kleinkind war bei uns, glaube ich, so die Grenze, 3-4 Jahre. Mhm. Also für uns jetzt haben wir gesagt, die setzen wir quasi zu den Eltern an den Tisch. Und sagen wir, die Kinder, wo jetzt älter sind, so bis 14, hatten wir so eine Art Kindertisch noch eingeführt und haben quasi noch einen Extratisch aufgebaut, um die Kinder ein bisschen, oder um den Kindern eine Beschäftigungsmöglichkeit zu geben. Und das fand ich eigentlich jetzt auch ganz gut harmoniert. Ja. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp, wo wir weitergehen können. Das lief bei uns auf jeden Fall nicht schief, sagen wir mal so. Cool, mit Spielen dann später auch mit dem Tanzen sowieso gut Beschäftigung gehabt. Ja, okay. Cool. Genau. Also es gibt auch so ein bisschen so ein Richtwert, wo man sagt, ja, also bei, sagen wir mal, wir laden 100 Gäste ein, 20% sagen ab, also mhm. oder sagen halt generell schon nicht zu, weil sie nicht können an dem Datum oder wie immer. Können wir das bestätigen, mehr oder weniger, oder ist es mehr? Also unsere genauen Zahlen waren, 110 hat man eingeladen und ist die Frage, wir haben die Band damit eingerechnet, wenn wir die auch kannten. Und dann mit einer sechsköpfigen Band hatten wir letztendlich 89 Personen. Also 89 zu 110 wäre das unsere genauen Zahlen. Das heißt, wir sind ein bisschen unter dem Fünftel, was du genannt hast. Aber ich denke, das ist ein guter Richtwert. Ja, okay, cool. Und worauf habt ihr dann geachtet bei der Sitzplanung? Gab es irgendwie, also ich glaube, das kann schon ganz schön schwierig sein, da alle irgendwie unterzukriegen. Wie waren am Ende eure Tische? Rundeckig? Also wir haben runde Tische gehabt mit 8 Personen. War das schon so? Die Anzahl, entweder 6 oder 8, konnten wir uns aussuchen. Und wir haben uns dann für die 8 Tische geeinigt, weil das auch schöner ist, weil dann die Flure größer werden. Weil je mehr Tische stehe, desto enger wären die Laufwege dann auch für die Kellner und so. Und deswegen waren die großen 8er-Tische schöner. Es hat eigentlich auch recht gut gepasst von der Familie her. Also was auch ganz lustig war, dass meine eine Tante und mein Onkel, die hatten Hochzeitstag auch. Und wir konnten es denen sozusagen ermöglichen, alle mit den Kindern zusammen an einem Tisch zu sitzen. Die sind später gekommen, haben sich noch bedankt und gesagt, es war ja so toll, dass wir mit unseren Kindern zusammen feiern konnten. Und wir wussten das gar nicht. Oh, das ja. Aber ansonsten, denke ich, haben die Tischkombinationen recht gut gepasst und es war jetzt keiner unzufrieden. Und später verläuft sich das ja dann eh. Wir hatten den Vorteil, dass unsere beiden Familien recht pflegeleichtsinnig, sag's mal so. Also da musste man jetzt nichts groß berücksichtigen, quasi der kann mit dem nicht oder der mit dem nicht. Das war eigentlich sehr entspannt. Wir haben, das kann man vielleicht noch erwähnen, das, auch noch was versucht. Und zwar haben wir einen Tisch gemacht, wo wir die Onkels und Tanten von uns beiden zusammengesetzt haben. Also wir haben quasi bei dem Sitzplan auch ein bisschen Wert drauf gelegt, dass man sage, wir setzen nicht jetzt getrennt nach Familie der Frau und des Mannes, sondern wir quasi bewusst auch ein paar Tische gemischt. Aber mit Leuten, die sich jetzt so ganz aktiv vorher noch nicht kannten. Mhm. Oder vielleicht maximal. Und da gab es jetzt zumindest von unserer Familie nichts Negatives. Von dem her würde ich jetzt ermutigen wollen. Das hat eher eigentlich für guter Gesprächsstoff gesorgt. Abhängig von der Familie, aber wir haben das da keine negative Erfahrung gemacht. Die Leute haben eigentlich immer zueinander gefunden, es gab ein Gesprächsthema. Ich denke. Ja, und spätestens dann, wenn alles so ein bisschen aufstehe und. Ja. Es geht ja eigentlich dann hauptsächlich ums Essen. Ja, genau. Dann groß und das jetzt auch. Ich denke, das kann man vielleicht als Tipp mitgeben, dass dieser Sitzplan, also ich dachte am Anfang mal, das ist so was ganz Statisches und da muss man quasi ganz viel Hirnschmalz reinstecken. Also so wie du es gesagt hast, Anne, also spätestens nach dem Essen, als ich da so in die Menge guckte, dachte ich, naja, da ist ein hinterschöner Sitzplan. Also es findet sich dann alles sowieso ein bisschen anders, aber ist auch schön, so soll es ja auch sein. Also ich würde ermutigen, keinesfalls das zu ernst zu nehmen. Natürlich muss es wohl durchdacht sein, das ist keine Frage, aber rechnet ruhig ein bisschen mit einer Flexibilität, dass die Gäste da, sage ich mal, auch das selber in die Hand nehmen, wenn ihnen was nicht gefällt oder so. Okay. Ist ja auch schön, wenn sie sich dann mal kennenlernen. Dafür ist ja auch da das Fest. Genau. Ich sage auch immer fürs Brautpaar-Shooting, also wenn man es nach der Kirche macht und das Brautpaar haut ab. Also ich meine, viele von den Verwandten haben sich ja eh auch lange nicht gesehen und ich meine, die haben doch was zu. Also normal ist eine Stunde super schnell überbrückt oder anderthalb. Ja. Gell? Habt ihr so Kennenlernspiele gemacht? Also gibt es gar nichts. Also wir waren auf sich allein gestellt. Wir haben, das haben unsere Eltern übernommen. Sozusagen nur die Namen und der Bezug sozusagen auf Berufe. Also wir wollten jetzt nicht eine Stunde damit verbringen zu erzählen, wo er herkommt und was er so macht. Und
Also ja, sozusagen vorgestellt, das ist der und der und ist der Onkel zu und genau, das war dann eigentlich so. Das weil man jetzt eine ergänzende Zusage sollte, prinzipiell hätten wir, sagen wir mal, für so ein Vorstellungsspiel, das fände ich mir schon charmant oder hätten wir charmant gefunden, wir haben darauf verzichtet, weil quasi durch die eine Stunde Anfahrt und unsere Trauung war ja um 12 Uhr, also quasi auch eher ein bisschen später. 15 Uhr. Es war das Gesichtsglaub dann los. Genau, das heißt, wir hatten da einfach auch vom Timing her, waren wir ein bisschen eng gesteckt. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, da gibt es eine kurze Forschungsrunde und wir verzichten jetzt auf den Spiegel. Mhm. Irgendwann haben die Leute auch Hunger. Ja, vor allem mit einem kleinen Sektempfang. Ja. Ja. Es gibt halt ja, jetzt immer mehr so Kennenlernspiele, vor allem mit so Einwegkameras oder Polaroids. Mhm. Was ich echt cool finde, weil die müssen Aufgaben einfach lösen. Mach Fotos mit allen Frauen zwischen 20 und 30. Ja gut, das kann auch zu Peinlichkeiten führen, glaube ich. Aber das fand ich ganz cool, weil so kommen die Leute natürlich auch ins Gespräch, lernen sich kennen und dann fangen sie natürlich auch sich an zuzuordnen. Und die Bilder hinterher werden dann natürlich auch eingeklebt. Ja, gut, da muss man wiederum sagen, das war wieder eine Überraschung für uns sozusagen, von unserer Trauzeugin. Die hatte selber so eine kleine Einwegkamera besorgt und hat uns sozusagen da dann ein schönes Geschenk bereitet. Unter der Hand, dass wir das erstmal gar nicht groß... Wir haben schon mitgekriegt, die knipsen da noch. Ah, cool. Aber die haben uns sozusagen ein Hochzeitsbuch noch erstellt dann an dem Tag. Cool. Und genau, das war dann so die Überraschung. Aber jetzt, genau, das hat jetzt nichts mit der Vorstellungsrunde zu tun gehabt, sondern es war sozusagen eine kleine Überraschung. Just for oder eine große Überraschung. Ja. Ja. Und dann schön. Ja. Das hier wollte ich noch kurz. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie jetzt gerade sieht. Hoffentlich. Ihr hattet ja so kleine Meersalzfläschchen. Nee, was ist Ahoi Brause. Mit Ahoi Brause. Nee, Meersalz, Badesalz. Nee, eigentlich ist das doch so eine Flaschenpost, oder nicht? Die habe ich über Amazon, Schleichwerbung, bestellt. ja, also die gibt es im, glaube fast im 100er-Pack war das. Und dann genau mit Ahoi Brause aufgefüllt. Kann man ja auch verschiedene Füllungen reinmachen, muss ja nicht Ahoi Brause sein. Also, hier steht übrigens für alle anderen, für das Kribbeln im Bauch. Finde ich süß. Finde ich ein süßes Gastgeschenk, muss ich sagen. Ja. Und es ist relativ einfach umzusetzen, oder? Ja. Selber gemacht? Ja. Wie lange hast du gebraucht? Also ich habe es mit der Mama zusammen gemacht. Mama hat geschrieben, ich habe befüllt. Ja, so Stündle, zwei sind wir gesessen mit Reden und Kaffee trinken. Mhm. Genau. Weil ich überlege, die Gastgeschenke bei der Hochzeit meiner Tante, die hat meine Mutter gemacht. Und es war aber auch so ein Teil vom Hochzeitsgeschenk irgendwie so mit, weil die hat auch viel organisiert. Und die hat Wein vom Winzer, frisch gekelterter Wein, ganz junger Wein, in so kleinen, so, die waren vielleicht irgendwie so groß die Fläschchen, ich habe es noch zu Hause, es war Rotwein, abfüllen lassen. Dann hat sie selber Etiketten gemacht mit unser Wein und das Datum und den Namen. Und natürlich haben dann an die Flasche die Namensschilder dran gemisst. Und dann hat sie Holzherzchen gekauft, wahrscheinlich auch, ich weiß es gar nicht, woher es ist, hat wahrscheinlich auch Schleichwerbung bei Amazon, beep. Und Gravurstift und dann hat sie die ganzen Namen von den Gästen dann heimlich reingraviert mit meiner Schwester. Das war richtig, richtig viel Arbeit. Sehr und das glaube ich. Aber auch ganz, ganz toll und individuell. Das war super schön. Also meine Tante hat sich riesig, die wusste es nicht, die hat sich riesig gefreut. Die kannte aber überhaupt nichts, was die Deko anbelangt. Sie wusste nur, weil sie ja natürlich wusste, welche Blumen jetzt auch der Brautstrauß hatte, weil meine Tante liebt rote Rosen und das musste alles in roten Rosen. Aber sonst wusste sie nichts. Wir wussten natürlich, wo die Location war rustikal. Und dazu hat es natürlich meine Mutter passend gemacht. Aber ansonsten wusste die nichts und das war auch schon eine richtig geile Überraschung. Aber ein Aufwand, das kann man sich nicht vorstellen, weil das waren auch ungefähr 100 Gäste. Pi mal Daumen. Und der Gravurstift, also bis man da mal eingeschrieben der ist. Und, hat, ja. Und das dauert schon, man schreibt langsam und der ist schon schwer. Okay. Und da tun einem die Finger dann schon weh. Genau. Tolle Idee. Ja, jetzt hab ich mich verzettelt irgendwie. Das kommt auch mal vor, Steffi. Egal. Bei mir sowieso. was ich euch noch fragen wollte, auf welche Kleinigkeiten sollte man achten? Wenn ihr jetzt so rückblickend nachdenkt,
Es gibt so viele Kleinigkeiten. Also. Oh. Da waren wir doch gleich wieder beim Hochzeitsfauxpas oder was? Das ist eine sehr gute Kleinigkeit, auf die man achten muss. ob das Hochzeitsgesteck vom Auto gut fest ist. Wer hat das drauf gemacht? Keiner. Ach, das war wirklich nicht drauf gemacht? Also es, wahrscheinlich lag es nur auf dem Auto, aber es hat auf jeden Fall nicht gehoben. Also auf meine Frage hin, ob es denn befestigt sein würde, wird es mit Ja versichert. Und ich kann mit Sicherheit sagen, es war nicht so. Ich auch. Du fuhrst ja direkt. Ich fuhr vor euch und ihr wart weg. Genau. Und ich war so erschrocken. Und ich, vor allem, wir sind ja nur durch den Ort gefahren und waren ja noch gar nicht 30. Und, zum Glück ist doch passiert. Ja, zum Glück. Und die Situation war echt, wir sitzen da und ich sage, sag mal, siehst du überhaupt was? Das Ding ist ja riesig. Und er sagt, ja. Und in dem Moment noch, stehen wir das Auto kreuz. Ich war so froh damals, nochmal in die Kamera, gut, die Leute werden es wahrscheinlich nie mitkriegen, aber herzlichen Dank an die, wo da quasi vorbeigefahren sind. Die haben alle sofort angehalten, keiner ist über dieses Blumengesteck gefahren, die haben alle sofort kapiert, was da quasi gerade abgeht. Und vor allem der Gegenverkehr, das war so ein älterer Herr, der wirklich ganz nett angehalten, aber man geht, kann ich Ihnen helfen? Dann haben wir da quasi die Rechte ein bisschen eingesammelt und haben dann quasi das in der Kofferraum und dann ging es weiter. Von dem her war das... Aber toll, toll, Sie haben es gut überstanden. Im Nachhinein doch ein lustiger Fauxpas. Ja. Was gibt's noch? Zum Glück neben der Tankstelle, da konnte man halten. Ja, genau. Ja. Das war echt. Ich konnte ja nicht mal aussteigen, war ja gefangen, reingestopft. Stimmt. Im Kleid. Bis ich umgedreht hatte und euch wieder gefunden und gesehen habe, was passiert ist, da war der Basti ja eigentlich auch schon wieder fertig. Waren die Spuren schon beseitigt? War schon. Ja, also immer gut festmachen. Aber ihr habt es echt super gedeichselt dann. Man hat euch hinterher nichts angemerkt, so beim Brautpaar-Shooting zumindest nicht. Wir haben es Beste draus gemacht, kann man sagen. Ich denke, das ist auch ein guter Tipp, weil wenn man alles so ganz streng taktet und das darf ja nicht schief gehen und die Hochzeit und hier und überhaupt und ein großes Gejammer, ich glaube, dann genießt man die Hochzeit nicht, oder? Ich denke auch, das sollte schon. Es ist nicht klar, dass man da immer unter Anspannung steht, aber es sollte schon bestrebt sein, dass man mit einer lockeren Aura, sage ich mal, durchzuziehen. Das denke ich schon, dass es sinnvoll ist. Man sagt ja, es geht eine Sache wirklich schief an der Hochzeit, aber dann läuft auch alles immer gut. Mhm. Ja, das war eigentlich so das Schlimmste, was uns passiert ist. So war es eigentlich bei uns auch, was noch lustig war, was man da erwähnen kann, ist auch zum Thema Sitzplan. Wir saßen dann quasi vor unserem Finale. Also das heilige Buch endlich fertig, und beide Gott froh und sind da durch und zack und toll und waren richtig zufrieden. Und irgendwann sagt die eine, wo sitzen eigentlich wir? Also wir hatten uns beide tatsächlich vergessen. I know a place where the green grass grows in a sunny embrace and we can